Kochkurs in der Volkshochschule in Hettesheim. Was erwartet euch heute? Fingerfood, zweiter Teil. Ich warte noch geduldig auf die Teilnehmer. Es ist noch ein bisschen Zeit. 15 Minuten. Die Getränke sind gerichtet. Die Motivation ist voll am Start. Und ja, auf was dürft ihr euch freuen? Ihr dürft euch freuen auf Hummer. Dieser Genosse hier, der wird natürlich gekocht und dann lecker zubereitet. Es gibt frischen Thunfisch, es gibt Garnelen und noch viele, viele, viele Dinge mehr. Bleibt dabei und habt Spaß dabei, würde ich sagen. Und ich schaue jetzt mal, wo die Teilnehmer sind. Und wenn die Teilnehmer da sind, gibt es erstmal ein Tröpfchen Sekt und dann geht's sofort an die Töpfe, fertig, los. Und ich denke, wir werden Spaß haben. Beats bump like the bass from the speakers. With that cow and cheese, I'm the seeker. That's food for tea. Beat to the beat. Just the way it goes, the way it goes. Two, seven, two. Street dashes whisper. Where they just meet. For a taste sensation. I'm on repeat. So, und wie läuft es bei dem im Hummer hier so? Im Moment perfekt. Perfekt. Also, ich lerne jede Minute dazu. Also, sieht wunderbar aus hier. Ja. Ist sich so leicht, gell? Genau. Zu machen ist doch ein bisschen schwerer, gell? Wie läuft es heute Abend? Phänomenal. Und du machst heute Abend die Burger? Ich mach die Burger heute Abend. Da bin ich mal gespannt. Ja, aber ich auch. From the streets to the heart, the river is sweet. And everybody, the essence of heat. Wie ist dein Eindruck? Total toll. Ich hätte aber so ein bisschen Hunger jetzt. Gut, dann würde ich sagen, dann essen wir, oder? Oh ja, gute okay, Idee. Dann ab ans Buffet. Wir stürmen das Buffet. Ja. So, grüß dich. Mein Name ist André Brehm. Ich habe den Kochkurs geleitet heute. Und du bist einer der Männer, der die Damen nach Hause bringt. Natürlich. Natürlich. Sehr gerne. Die zwei Stimmung, sogar. Zwei. Wie beurteilst du jetzt die Stimmung nach diesem Kochkurs als dazugestoßener? Ich bin zwar nur kurz jetzt hier anwesend, aber es scheinen alle vergnügt zu sein. Mache strahlende Gesichter. Also es scheint alles funktioniert zu haben. Die haben einen guten Job gemacht. Wunderbar. Da freue ich mich. Also dann, das werde ich dann zu Hause merken. Okay, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und danke. Bring die Damen gut nach Hause. Mach danke. Ich. Ciao. Gerne. Tschüss.